Bierdog, ich hab auf Bierbock, deshalb wächst die Maßau direkt in Bierbock. 4 noch, wir sind alle recht durchstrick. Oh, hi, Dr. Silvester hier nochmal. Mal wieder fürs nächste Tasting. Wir sind weiterhin bei Weyeron. Ich habe gerade schon einen Fehler gemacht. Ihr seht, die Flasche ist schon offen. Habe gerade die Flasche schon geöffnet. Nicht gerade mitgedacht, bisschen. Aber ist ja auch wurscht. Machen wir es kurz mit der Vorstellung. Hier haben wir das Hopfenweizen von Kundmüller. Also von Weyeron Bier. So. Gießen wir das mal ein. Ist auf jeden Fall einen guten Ticken heller als mein selbstgebrautes Weizen. Aber könnte, also ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich habe es auch schon getrunken, eins, das kann ich mich jetzt aber nicht mehr so ganz erinnern, von letzter Woche. Auf jeden Fall ist es ein Hopfenweizen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es geschmacklich in eine ähnliche Richtung geht wie mein selbstgebrautes, weil mein selbstgebrautes ja auch etwas hopfiger ist. So, jetzt gehen wir erstmal die Nase ein bisschen. Das ist aber schon echt trotzdem einen geballten Schwall Banane. Da hast du aber auch so ein leicht alkoholische Noten, obwohl es ja ein stinknormales 5,2%iges Weizen ist. Oh ja. Phenolisch ein bisschen. So, dann probieren wir das Ganze mal. Ja, nee, es geht schon in eine andere Richtung als mein selbstgebrautes. Du hast deutlich mehr Banane am Start. Aber der Hopfen ist gar nicht so krass präsent, finde ich. Also schon hopfiger als so die meisten normalen Weizen, definitiv. Hast so eine leichte Herbe. Da hast du ordentlich Banane. Nämlich gerade so ein bisschen Maracuja war. Ist auf jeden Fall ein Aromahopfen drin, glaube ich. Also so leicht Aromahopfen ist da mit dabei. Ich habe so leichte Maracuja im Geschmack gerade. Wie so ein, wie heißen die Dinger? Na, die kleinen Fruchtzwerg. Wie so ein Fruchtzwerg, so Maracuja, Pfirsich-Maracuja-Fruchtzwerg. Hatte ich gerade so ein bisschen. Aber auch voll bananig und eine leichte Hopfenherbe. Also auf jeden Fall kein 0815 Weizen, sehr leckeres Hefeweizen. Kann man machen auf jeden Fall. Sehr gut.